Willkommen zurück zu Slender, The Arrival. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir begeben uns in die dunkle Höhle des Grauens. Ich bin sicher, uns erwarten nur gute Sachen. Und hier liegt schon wieder so eine Flare. Heißt das vielleicht, dass Kate hier langgelaufen ist? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, wir laufen hier rein und es ist sofort dunkler. Ist natürlich sehr vielversprechend auch. So mag ich meine Höhlen. Schön dunkel. Mit viel Echo. Und Dingen, die mir folgen. Sehr schön. Wollen wir doch mal gucken. Was haben wir denn da? Ein altes Gebäude. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Stromverteiler-Ding. Was haben wir denn da? I want to die, 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 I want to die. Auf Deutsch, sie will sterben. War jetzt der Hauptinhalt. Ja, auf mir nachzulaufen. Nummer 11. Outside, I need to die before it catches me. I'm sorry for any part, that is my fault. Everything is leaking out the back of my head. Hands have teeth. Please tell no one I love them. It's back now. Hide. Also draußen, muss sterben, bevor es mich kriegt, bla bla. Sorry für alles, was mein Fehler ist, bla bla. Hände haben Zähne. Toll. Please, bla bla bla. It's back now. Hide. Verstecken. Okay, gut. Can you see it? Stand doch schon im Haus. Neben dem Fenster, ne? Aha, aha, aha. Was haben wir denn hier sonst noch? Ein gruselig platzierter uralter Fernseher mit einem uralten Videorekorder drauf, auf dem ein Tape läuft von einer Frau im Zimmer, im Haus, die etwas zeichnet. Ist das Kate vielleicht? Naja, ich weiß es nicht, aber ich weiß, wir können den Fernseher benutzen. Das ist das Zimmer im Haus. Ist zum Glück auch gar nicht laut oder so. Was, wir spielen als Kate oder was? Aha, 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 aha. Fenster schließen, okay. Fenster und Türen schließen. Ist klar, Bro. Er ist da. Hätte ich mal früher drum Gedanken gemacht. Nicht erst jetzt. Das Fenster doch. Ach, es ist zu. Ich sehe nicht, welches zu und welches offen ist. Das ist irgendwie doof. Das hier ist zu. Offen. Yippadabadabadabadai. Die Tür muss zu. Die Tür muss zu. Ich sehe nichts. Das Klavier spielt sich von selbst. Das ist sehr schön. Es ist zum Glück auch nicht gruselig hier. Dieser Ort, ich mag ihn sehr. Dieser Ort, ich mag ihn sehr. Dieser Ort, ich mag ihn sehr. Es ist hier nicht unheimlich. So, the actual shit. Er ist hier. Er ist hier drin. Er ist hier drin. Er ist hier drin. Er ist hier drin. Oh, fuck, natürlich. Hide in your room. Im Zimmer verstecken. Los, 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 los. Ah, Slendy hat's reingeschafft. Bitte, Slendy, nimm nicht mich, nimm andere. Puh. The fuck? Hat er uns zur Tür rausgeschubst? Ernsthaft? Komischer Typ. Ich habe gedacht, er entführt seine Opfer und schubst die nicht zu Fenstern raus. Habe ich Tür gesagt? Ich meinte natürlich Fenster. Ich war gerade nur etwas aufgeregt, weil das so schnell ging und wir so viel zu tun hatten. Naja, jetzt wissen wir, was mit Kate passiert ist, offensichtlich. Entweder ist sie zur Tür zum Fenster raus geflohen oder geflogen. Eins von beiden. Ich höre so ein Bimmeln im Hintergrund. Was ist das denn? Und wir begeben uns den Berg hinauf. Näher und näher an den Turm. Und ich bin gespannt, was uns da erwarten wird. Natürlich nur gute Dinge. Aber das im Haus war jetzt echt intensiv, ne? Es ist stockdunkel. Und du weißt, der Slenderman steht draußen. Und du musst ihn irgendwie aussperren. Kannst es aber nicht, weil der Typ überall reinkommt. So. The house had to go. It can't save me anymore. Aha, das Haus musste weg. Es konnte mich nicht mehr retten. Oder kann mich nicht mehr retten. So, so, so. Die Notizen werden merkwürdiger. Mit jeder neuen, die wir aufheben. Wir nähern uns dem Turm. Kann er uns wirklich retten? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht mal, wie er uns retten soll.
Natürlich, es ist stockdunkel hier. Und natürlich wieder Echo ohne Ende. Hopp. Hopp. So. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Kiste. Sieht aus wie eine Umzugskiste oder ähnliches. Boah, es ist echt stockdunkel hier, ne? Liegt da was drauf? Nummer 13. Meet me by the street in an hour. I left a list of things to bring with you. Leave everything else behind. Everything loose as you, bla bla bla. Triff mich an der Straße in einer Stunde. Eine Liste mit Dingen, die du mitbringen sollst, da gelassen. Alles andere zurücklassen. Ich erkläre dir alles, wenn ich dich sehe. Ich weiß, wie man das alles wieder gerade biegen kann, quasi. Don't tell Lauren about me. Sag Lauren nichts von mir. CR. Wieder die Frage: Wer ist CR? In welchem Kontakt steht er zu Kate? Okay, jetzt ist aber... Hier beginnt der Wahnsinn, Freunde. Ha, 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 ha. Your... Was? You're helping his... His arrival. And this... Du hilfst seiner Ankunft. Aha, simple. Ach du Scheiße, was ist hier los gewesen? Was steht da? He is here oder sowas in der Art. Hier war noch was. I'm so sorry for everything. This isn't your fault. Also tut mir so leid für alles. Ist nicht dein Fehler, ich habe es getan. Wenn du das liest, ist es schon zu spät für dich. Don't let him into any more lives. This is the way of my fault. This can end with you. I'll let him in. I'm sorry for placing this burden. Es tut mir leid, dass ich diese Last auf dir platzieren muss. Wünschte, es wäre alles, oder sie wäre auf mir. This can't spread any further. Es darf sich nicht weiter ausbreiten. Es kann sich nicht weiter ausbreiten. Bitte. Es muss alles mit dir enden. I wish there was some other way. It has to end. God forgive me. Schön. Schön. Sehr schön. With fire. End it all with fire. Beende es mit Feuer. Okay. I can't stop. And we can't stop. I can't stop. Okay, ich höre ja schon auf. Die Kamera hat übrigens sehr wenig Batterie, ne? Noch ungefähr ein Sechstel oder so. Oh, das wird witzig. Warum hat die Taschenlampe eigentlich... The actual fuck? The actual fuck? What the fuck? Oh. Klar. Klar. Da, es brennt. Super. Und ich muss rennen. Keine Ahnung, wohin. Zum Turm wahrscheinlich, oder? Aua. Wo ist der Turm? Da oben ist der Turm. Das kam jetzt sehr unvermittelt. Der ganze Wald brennt. Slenderman ist sauer. Ja. Komm, Slendy. Mach's mir nicht schwerer, als ich's eh schon hab. Ist doch schon schwer genug, den Hügel hier hochzurennen, während mir Dinge in die Ohren flüstern. Wo ist er denn? Der Baum fällt um. Wo ist er denn, der Slendy? Ja, Slendy, ist ja alles gut. Ich halte gerade Shift ohne Ende. Ich will hier einfach nur noch raus. Das ist nämlich richtig laut und richtig angsteinflößend. Verdammt nochmal, ist der angepisst. Dass der so abgeht. Hä? Wo geht's lang? Hier. Slendy ist sauer, habe ich das Gefühl. Hat er den Wald angezündet oder war das Kate? Mit CR. Oh, der Turm. Los, geht das etwas schneller, bitte schön. Danke sehr. Das ist sehr schön, hier eingesperrt zu sein. Ist das ein Schlüssel? What the fuck geht hier drin ab? Hat das jemand? The fuck ist hier drin los? Unlock the door. Taschenlampe ist leer. Your flashlight is dead. Die Taschenlampe ist leer. Ich sehe nichts mehr. Hier ist ein Feuer. Ende mit Schrecken? Schrecken ohne Ende? The fuck? Okay, es ist das Unheimlichste.
des ganzen Spiels. Alter. Ich sehe nichts, ich sehe fast nichts, ich sehe nicht mehr als ihr. Alter Schwede, was geht hier drin ab? It was following me and it will not stop. Es wird nicht aufhören. Ich mach die Tür zu, ich kann nicht. Everything. Okay, I failed you. Okay, 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 schön, schön. I failed you. Failed you, schön. Hier liegt eine Kamera. Kann ich die benutzen, ja? Das. Herein. Ah! Fick dich! Bist du irre? Okay. Okay, schön. Genau, hier möchte ich sein. Ist das der mich gerade entführt hat? Okay, warum muss das Licht flackern? Kann das nicht normal sein, bitte? Kann ich das lesen, oder dass du mich killst? Alter, was war das denn? I still see him. Keep looking for him. Ich kann ihn noch sehen. Halte immer noch im Ausschau. It can't be him, though. No, it can't. Er kann es nicht sein. Bla, 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 bla. Es interessiert mich nicht. Ich will hier raus. Warum wird's da hätten? Du dummes Stück Scheiße. Was willst du von mir? Ich geh da doch nicht hin! Ich bin mir sicher, ich muss irgendwas finden. Jetzt ist er gleich wieder da drüben, ne? Und... Tada! Er teleportet sich. Verpiss dich von mir! Boah, das ist so unheimlich gerade. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Los, lass mich hier rüber. Lass mich hier rüber. Lass mich hier rüber. Und geh einfach weg. Geh weg. Komm. Fragezeichen. K. Millens. Bla bla. This is pretty exciting, isn't it? This whole mystery. The missing boy. The silence. The arson. Ich muss erstmal runterkommen, bevor ich das lesen kann. I can help but feel saddened for Mr. Mason. He lost so much. Sie sind diesen Charlie Mason wahrscheinlich. Help him, bla bla bla. I will promise him. I will put his soul to peace. Thanks again, Kate. I look forward to our adventures. Hey, du stehst hinter mir. Wo bist du? Wo bist du? Hör auf zu weinen, mein Kind. Hör auf zu weinen. Warum ist der nicht mehr hier? Warum kann ich jetzt auf einmal die Treppe hochsteigen? Jetzt kann ich die Treppe hochsteigen. Ich bin in diesem Haus. Das ist doch das Haus, wo wir drin waren. Zweite Folge, glaube ich. Wo der Wichser uns erschreckt hat. Hör auf zu heulen, wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer heult da? Die Fresse. Wehe dir, Spiel, wehe dir. Ich töte. Ich ermorde dich, Spiel. Ich lösche dich. Sofort, wenn du mich gleich erschreckst. Wehe, du jumpscarest mich. Du. Hä? Das ist normal. Nope. Nope.
Hallo, Fremde. Chaser! Sind wir tot? Hat sie uns gekillt? Sie, er, was auch immer. Oh. Das ist ziemlich offensichtlich, ja. Wir sind hinüber. Aus. Alter Schwede, Errungenschaft freigeschaltet. I'm free. Blue Eye Studios, Passage Production. Das war's. Mit Slender The Arrival. Ging schneller, als ich dachte, aber das am Ende war ja richtig schlimm. Da wir diesen... Based on the character Slenderman, created by Eric Victor Serge Knudsen. Das am Ende war richtig gruselig. Wo da am Ende die Taschenlampe am Ende war. Boah, es war richtig hart. Also, boah, das Spiel hat es teilweise echt in sich. Muss man echt sagen. Es ist sehr kurz. Es sind jetzt, glaube ich, ziemlich genau 5 Folgen. Glaube, müssten das gewesen sein. Es ist also sehr, sehr kurz. Und die von Producers, bla bla, Game Development, thank you. Es ist sehr kurz. Dadurch hat es aber auch ein extremes Tempo. Ein extremes Tempo. Es ist ja sehr fast-paced, kann man sagen. Das heißt, es ist manchmal sehr gehetzt. Beziehungsweise nicht sehr fast-paced, was rede ich? Es ist manchmal sehr gehetzt. Ah, da ist ein Chinese dabei. Es ist teilweise sehr gehetzt, wenn man vor Chaser wegläuft, oder wenn man die 8 Seiten kriegt, oder wenn man da jetzt am Ende auf diesen Funkturm zusprintet, oder wenn man die 6 Fenster und Türen schließen soll und Slenderman ist trotzdem drin. Zwischendurch hat es aber immer wieder so Momente, wo man durchatmen kann, weil einfach nichts passiert. Es ist hell, vergleichsweise hell für ein Horrorspiel. Man ist im Freien, man kann alles einsehen, es kann sich keiner anschleichen. Und man kann sich entspannen und runterkommen, bevor es wieder weitergeht. Das hat mir sehr gefallen. Wer hat denn hier mitgemacht? Aha. Aha. Also allgemein war schon geil. War schon eine geile Reise. Jetzt, wir haben es natürlich nicht überlebt jetzt am Ende. Das war aber, glaube ich, schon von Anfang an klar, dass man dem Slenderman nicht entkommen kann. Heißt ja immer, du kannst ihm nicht entkommen. Und am Ende hat uns doch Chaser gekriegt. Naja, das... Haustierchen des Slenderman hat seine Quest erfüllt, mehr oder weniger, und uns geholt. Die Story habe ich nicht ganz verstanden. Ich weiß, es ging um Kate, die irgendwas mit dem Slenderman am Laufen hatte, beziehungsweise der Slenderman hat sie die ganze Zeit gejagt und CR hat ihr irgendwie Auswege versprochen. Ich weiß aber immer nicht, wer wir eigentlich sind. Sind wir CR? Ich glaube nicht. Wer war der Typ am Ende, wo der lag, neben der Kamera? Was genau haben die auf der Kamera gesagt? Ich habe kein Wort verstanden. Es war viel zu viel Geschreie und viel zu verzerrt, viel zu kaputt. Und mal was anderes, es haben verdammt viele Leute hier dran mitgemacht. Das ist nicht mehr normal. Guck mal, wie deine Credits sind. Also für ein Slender-Spiel ist das, glaube ich, ziemlich aufwendig gewesen. Guck dir das mal an. So wie ich das sehe, auch aus verschiedenen Ländern. Scott Teagarden gefällt mir sehr. Und Triad Hardcore Difficulty, if you haven't already. Thank you. Also wir sollen die Hardcore-Difficulty ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Auf Hardcore stelle ich es mir sehr, sehr schwer vor, vor allem die 8 Seiten zu kriegen und die 6 Generatoren einzuschalten. Denn soweit ich weiß, muss man, wenn man auf Hardcore spielt, bevor man die 6 Generatoren einschalten kann, noch 6 Benzinkanister finden, sonst geht das nicht. Naja, vielleicht mache ich es irgendwann und packe das irgendwie in ein Video zusammengeschnitten, damit wir einfach sehen, was es Neues gibt, wenn man Hardcore spielt. Weil ich habe gehört, es ändert sich ein bisschen was am Spiel, wenn man es auf Hardcore durchspielt. Keine Ahnung. Wir werden sehen, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Slender The Arrival. Wir konnten seine Ankunft leider nicht aufhalten. Der Turm brachte uns auch keine Safety, wie es ja ursprünglich versprochen wurde. Und naja, lasst mir gerne einen Kommentar und eine Bewertung da, wie es euch gefallen hat oder wenn es euch gefallen hat oder was auch immer. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Keine Ahnung, ob das auch wieder ein Horrorspiel sein wird. Ich nehme mal an schon, denn ich bin zurzeit so ein bisschen auf dem Horrortrip. Auch was Filme und so angeht, ist zurzeit ganz schlimm. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall bei irgendeinem anderen Video von mir. Bis dann, macht's gut, ciao. Wer ist hinter dir?